Also mein Karrieretipp ist, seid mutig, bewerbt euch. Wenn ihr Interesse am Kapitalmarkt habt, dann einfach drauf losmarschieren und auch selber ausprobieren. Ja? Learning by doing, das ist auch ganz wichtig. Und das wäre, also Mut zu allem. Grundsätzlich ist mein Karrieretipp, bleibt authentisch, seid ihr selbst und versucht euch nicht zu verstellen, sondern seid so, wie ihr seid, gebt euch, wie ihr seid und dann wird alles sich fügen. Also man sollte eine schlüssige Vorstellung von dem haben, was einem Spaß macht, Umgang mit Menschen oder mit Technik, all das ist in der Finanzbranche möglich und das macht es eigentlich attraktiv, auch in die Richtung zu gehen. Ja, mein Karrieretipp ist eigentlich, dass man am Anfang nicht so sehr auf die Karriere achten sollte. Also sich nicht Gedanken machen, was muss ich machen da, was muss ich hier machen, um die Karriere halt zu entwickeln oder mich weiterzuentwickeln, sondern man sollte das machen, wo man die größte Leidenschaft für hat, wo man sich für interessiert. Und wenn man da gut ist, dann wird sich automatisch irgendwann auch eine Karriere entwickeln, weil nur das, was man mit Überzeugung macht, was man gerne macht, was man gut macht, ist dann halt auch der Weg für die Karriere. Der Karrieretipp, der ist ganz einfach, immer in allen Situationen gut vorbereitet sein. Es gibt heute so viele Informationen, die man überall herziehen kann. Deswegen immer sich gut vorbereiten und am Ende auch immer viele Fragen stellen. Das ist das Wichtigste. Also eigentlich ganz einfach. Macht das, woran ihr Spaß habt und was ihr gut könnt. Werdet nicht Akademiker, weil eure Eltern meinen, das müsstet ihr werden, sondern macht wirklich das, woran ihr Freude habt. Ein guter Zimmermann, ein guter Elektriker, eine tolle Friseuse, die können es im Leben mindestens so weit bringen wie ein abgeschlossener Akademiker oder eine Akademikerin. Weil egal, was der Beruf ist, wenn man es gut macht, wenn man es pünktlich macht, wenn man es mit Liebe und Verlässlichkeit macht, dann wird das von den Kunden und den Menschen honoriert und am Ende auch gezahlt. Ja, den habe ich. Und zwar erstens mal, es lässt sich kaum planen, also nicht alles läuft immer nach Plan. Aber was man immer erkennen kann, ist, für was hat man eine Leidenschaft? Für was hat man Begeisterung? Und wenn man etwas brennt, dann kann man andere anstecken. Dann kann man einen Funken erzeugen, der es auch wert ist, dass andere dafür Geld zahlen und einen gerne bei sich haben, einen engagieren oder gerne mit einem zusammen sind. Und das ist es, Beziehungen aufzubauen für künftige Netzwerke. Das wäre mein Karrieretipp. Lasst euch Zeit, nicht hetzen und geht auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht länger, ins Ausland. Und lernt da Land und Leute kennen. Ich glaube, es gibt keine bessere Ausbildung, um zu schauen, wo man mal später landen möchte. Ich mag ungerade Lebensläufe, also wenn wir Bewerbungen bekommen. Und ich würde jedem empfehlen, nicht zu geradlinig zu sein. Man ist heute sowieso durch das frühe Abitur, durch Bachelor-Master-Studiengänge so früh fertig, dass ich viele Praktika machen würde und ich würde auch ganz unterschiedliche machen. Ich würde, keine Ahnung, heute vielleicht in die Altenpflege gehen, ich würde dann auch ein Praktikum in der Investmentbank machen, ich würde vielleicht aber auch in Australien im Weinberg bei der Lese helfen und würde vielleicht auch irgendwo in Dortmund oder wo noch Stahl gekocht wird, irgendwie mal unter Tage einem Schweißer zu gucken. Also möglichst viel machen, das finde ich persönlich viel interessanter, als wenn man so geradlinig durchgeht und schon, keine Ahnung, so in der 10. Klasse genau weiß, was man will. Das kann auch gut sein, aber wenn man da nicht so genau festgelegt ist, würde ich möglichst viel ausprobieren. Ja, Karrieretipp ist auf jeden Fall, ich denke, in meinen Augen ist wichtig, bleibt flexibel, seid bereit, dazu zu lernen, legt euch nicht zu früh fest. Das Leben ist tatsächlich kein Sprint, sondern ein Marathon. Es gibt viele schöne Optionen und man weiß nicht, wo man das Glück findet. Es ist gut, wenn man sehr früh denkt, okay, ich weiß Bescheid, da möchte ich hin und das wird es sein. Aber auch nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so ist. Dann war es eine gute Erfahrung und man findet auf jeden Fall noch andere Themen. Also bleibt flexibel, schaut euch schöne Dinge an, seid bereit zu lernen und macht's auch. Ein Job nicht nur nach dem Geld auszusuchen, sondern sich zu überlegen, wenn ich mich bei einem Unternehmen bewerbe, ob ich mich gerne jeden Tag dorthin schleppe und mit dem Laden identifizieren kann und dort wirklich arbeiten möchte, weil es viel wichtiger ist als das, was tatsächlich ankommt. Das muss natürlich in der Balance stehen, weil es auch wichtig ist, was man verdient, aber die Identifikation mit einem Unternehmen ist das Wichtigste, was es gibt.